Der Pro7-Ticker mit Schlagzeilen aus aller Welt. Angriff. Irakische Rakete schlägt in Zentral-Israel ein. Explosion. Zwei Israelis sterben an Herzanfällen. Keine Sachschäden. Luftkrieg. Alliierte melden die Zerstörung von 3 irakischen Raketenrampen. Hilfsverband. Über 6000 Zivilisten im Irak durch Luftangriffe umgekommen. Nahostreise. Genscher sondiert die Lage in Ägypten, Syrien und Jordanien. Diplomatie. Sowjetbeauftragter Primakow reist nach Teheran und Bagdad. Treffen. Kohl und Major betonen die Einigkeit im Golfkonflikt. Exporte. Behörden ermitteln gegen 44 deutsche Rüstungsfirmen. Baltikum. Litauens Parlament verankert die Unabhängigkeit in der Verfassung. Ankündigung. Gorbatschow will den Warschauer Pakt endgültig auflösen. Epidemie. Schon 5000 Peruaner an Cholera erkrankt. Das Wetter. Es bleibt kalt mit Schneefällen. Der Pro7-Ticker mit Schlagzeilen aus aller Welt. Golfkrieg. Irakische Antwort auf Moskauer Friedensinitiative erwartet. Pressebericht. Gorbatschow hat höchstens 36 Stunden Zeit für einen Vermittlungserfolg. Angriffe. Kämpfe am Golf gehen ungeachtet der Verhandlungen weiter. Warnung. Rotes Kreuz sieht die Gefahr von Seuchen im Irak. Golfgespräche. Irans Außenminister Velayati setzt seinen Besuch in Bonn fort. Steuern. Erhöhungen fallen offenbar größer aus als erwartet. Terror. In Beirut gehen 3 Bomben hoch. Vermutung. IRA soll hinter den Bombenanschlägen auf Londoner Bahnhöfe stecken. Sowjetunion. Preise sollen um 60% steigen. Lawine. 62-jähriger Münchner kommt in den Bayerischen Alpen um. Das Wetter. Es bleibt unbeständig, aber trocken. Der Pro7-Ticker mit Schlagzeilen aus aller Welt. Jugoslawien, Belgrad ordnet Auflösung bewaffneter Verbände an. Abrüstung, Startverhandlungen erreichen erste Fortschritte. UNO-Ultimatum, Irak will neue Liste über Atomanlagen vorlegen. Drogen, Haschisch im Wert von 3,65 Milliarden Mark in den USA sichergestellt. Parteitag, CSU will Paragraf 218 verschärfen. Hamburg. Kurdenproteste führen zu 25 Festnahmen. Atommüll. Demonstranten übergeben 250.000 Unterschriften gegen Schacht Konrad. Umwelt. Frist für Katalysatorzuschuss bis Ende 1992 verlängert. Formel 1. Ayrton Senna will zu Williams Renault wechseln. Tennis, Wimbledon-Sieger Stich in Gstaad im Viertelfinale gescheitert. Das Wetter, Wolken und Regen lösen das schwülheiße Sommerwetter ab. Der Pro7-Ticker mit Schlagzeilen aus aller Welt. Umwelt. Bulgarien schaltet gefährdete Reaktorblöcke von Kozloduy ab. Jugoslawien. Sitzung des Staatspräsidiums verschoben. Belgrad. 10 EG-Beobachter sind eingetroffen. UdSSR. Antikrisenprogramm ist in Kraft getreten. Finanzen. Koalition einigte sich über Subventionsabbau.
Kinkel, die Hälfte aller Ostrichter wird nicht weiter beschäftigt. Veto, Streibel will in Bayern Renten nicht kürzen. Regenfälle, in Moldawien wird vor Seuchen gewarnt. Olympia, Südafrika darf wieder um Medaillen kämpfen. Das Wetter, die kühle Gilda muss dem heißen Moritz weichen. Der Pro7-Ticker mit Schlagzeilen aus aller Welt. Golfkrise. Irak droht mit weltweiten Terroranschlägen. Beratungen. EG-Außenminister suchen am 4. Januar Ausweg aus der Golfkrise. Bonn. CDU-Kreise wollen Finanzierungskonzept ohne Autobahngebühren. Proteste. Studentendemos in Berlin, Leipzig und Halle dauern an. Israel. Neue Ausgangssperren nach unblutigen Unruhen in Gaza. Algerien. Entführung der Linienmaschine ging unblutig zu Ende. Kälte. Arktische Temperaturen lassen Westen der USA erstarren. Lawine. Drei Deutsche sterben im Engadin unter Schneemassen. Ski-Nordisch. Österreicher Sulzenbacher gewinnt in der Kombination. Skispringen. Jens Weißflog siegt in Oberstdorf. Und das Wetter? Silvester wird es regnerisch und mild. Der Pro7-Ticker mit den Schlagzeilen aus aller Welt. Hoffnung. Baker reist möglicherweise doch noch nach Bagdad. Auflösung. GSFR hofft auf baldiges Ende des Warschauer Pakts. Deutschland. Genscher fordert Westen zu mehr Hilfe für den Osten auf. Demonstration. Israelische Soldaten erschießen einen Palästinenser. Appell. Gorbatschow ruft Bevölkerung zur Erneuerung des Landes auf. Öffnung. Touristen in Königsberg wieder willkommen. Schach. Kasparov gewinnt die Weltmeisterschaft mit einem Remis. Tennis. Boris Becker scheitert in Australien in der ersten Runde. Skispringen. Weißflog und Felder teilen sich heute den Sieg. Das Wetter bleibt mild und regnerisch. Der Pro7-Ticker mit Schlagzeilen aus aller Welt. Steuerstreit. Koalition und SPD haben sich auf einen Kompromiss geeinigt. Weigel. Mehrwertsteuer soll ab 1993 erhöht werden. Umfrage. Mehrheit der Abgeordneten ist für Bonn als Regierungssitz. Wirtschaft. Regierung sieht positive Anzeichen im Osten. Bericht. Verkehrsminister Krause ist angeblich in einer Affäre verwickelt. Dresden. Beerdigung für ermordeten Neonazi verlief weitgehend friedlich. Besuch. Genscher befürwortet Albaniens Aufnahme in die KSZE. Moskau. Gorbatschow hat die Einladung zum Wirtschaftsgipfel angenommen. Georgien. Schweres Erdbeben fordert 7 Tote. Fußball. Erster FC Kaiserslautern ist deutscher Meister. Das Wetter. Der Sonntag ist überwiegend bewölkt mit einzelnen Schauern.